Herzlich willkommen zum CosAsia Tutorial zum Thema CosAsia Gedit. Hier erfahren Sie, wie Sie am besten Zugang zu den gedruckten Materialien erhalten können, die im Rahmen des FIDAs gesammelt werden, wie Sie diese nach Hause ausleihen können, wie Sie Anschaffungswünsche auf den Weg bringen können und für welche Materialien Sie einen Digitalisierungsauftrag stellen können. CosAsia bietet Ihnen drei Services an, um Medien zu nutzen. Es handelt sich um den blauen Leihverkehr, kurz BL, CosAsia PDA, Patron Driven Acquisition und CosAsia DOD, Digitization on Demand. Alle Informationen finden Sie auf der CosAsia Homepage unter Service CosAsia Gedit. Zuerst stellen wir Ihnen den blauen Leihverkehr etwas genauer vor. Das ist ein direkter, für NutzerInnen kostenfreier Leihverkehr zwischen der Staatsbibliothek zu Berlin und den am blauen Leihverkehr teilnehmenden Instituten. Sie können neben Titeln in allen Sprachen Ost-, Südost- und Zentralasiens auch westlichsprachige Titel bestellen. Ein Vorteil dieses Service ist die Leihfrist von 4 Monaten bei maximal 10 möglichen Verlängerungen. Es können sowohl Bücher als auch Zeitschriftenaufsätze bestellt werden. Eine Bestellung kann händisch über das bereitgestellte Formular unter Service CosAsia Gedit aufgegeben werden. Wählen Sie bitte zunächst den Ort aus, an dem sich Ihr Institut befindet. Anschließend wählen Sie bitte aus dem Pull-Down-Menü, das Ihnen angeboten wird, Ihr eigenes Institut aus. Vergessen Sie nicht Ihren Namen und die E-Mail-Adresse, unter der wir Sie für Rückfragen erreichen können, anzugeben. Tragen Sie anschließend bitte die bibliografischen Angaben für den Titel, den Sie benötigen, in das Formular ein. Bitte wählen Sie immer die passende Dokumentenart aus. Das Lehrformular können Sie auch für Anschaffungswünsche verwenden. Bitte geben Sie pro Band bzw. pro Artikel eine Bestellung auf. Das erleichtert uns die Bearbeitung ungemein. Eine alternative, oft bequemere Möglichkeit ist das direkte Auslösen von Bestellungen im blauen Leihverkehr aus der CosAsia-Suche heraus. Sie haben in einer Trefferliste der CosAsia-Suche einen Titel entdeckt, der Sie interessiert und den Sie ausleihen möchten. Klicken Sie auf den Link Bestellen blauer Leihverkehr. Dieser führt Sie zum vorausgefüllten Formular mit den bibliografischen Angaben, in dem lediglich die persönlichen Angaben ergänzt werden müssen. Wenn Sie darüber hinaus noch mit Ihrem CosAsia-Account am Portal angemeldet sind, werden ebenfalls automatisch Name und hinterlegte E-Mail-Adresse übernommen. In diesem Fall ist einzig die Auswahl von Ort und Institution, wohin der entsprechende Band geschickt werden soll, notwendig. Wie Sie am Formular erkennen, können auch Zeitschriftenaufsätze bestellt werden. Nach der Bestellung werden die Bände oder Kopien der Artikel an die jeweilige Institutsbibliothek geschickt, wo sie eingesehen und abgeholt werden können. Vielleicht stoßen Sie bei Ihrer Recherche in der CosAsia-Suche auf einen Titel, der anstatt des Ausleihbuttons einen Hinweis Bestellen Patron Driven Acquisition trägt. Diesen Titel können Sie entsprechend zur Anschaffung vorschlagen. Hierbei handelt es sich um den Service CosAsia PDA. Der Patron, das sind Sie, unsere Nutzerin oder unser Nutzer. Sie sagen uns, was wir für Sie erwerben sollen. Dazu werden Daten von unseren Lieferanten und anderen Bibliotheken für Titel, die noch nicht in unserem Bestand sind, in die Suche eingespielt. Sie können auch gern das im Folgenden vorgestellte Formular für eigene Anschaffungswünsche nutzen. Wenn die Titel bei uns eingetroffen sind, werden Sie per blauen Leihverkehr an Ihr Institut geschickt. Auch hier gibt es zwei Bestellmöglichkeiten. Zum einen kann das Formular unter Service CosAsia Gedit genutzt werden. Je mehr Angaben Sie hier machen, desto besser können wir reagieren. Je nach Region sind die Lieferzeiten unterschiedlich lang, betragen jedoch in der Regel einige Wochen. Die bequemere Alternative ist auch hier die Bestellung direkt aus der CosAsia-Suche heraus auszulösen. Dazu klicken Sie auf den entsprechenden Button in der Trefferliste. Danach erscheint das Formular bereits ausgefüllt
und Sie müssen lediglich Ihre persönlichen Daten ergänzen. Sollten Sie mit Manuskripten oder vormodernen Titeln arbeiten wollen, dann könnte CoursAsia DOD, also Digitization on Demand, für Sie interessant sein. Hierbei handelt es sich um einen Digitalisierungsservice des FIT Asien für gemeinfreie oder vergriffene Titel mit Asienbezug. Gemeinfrei werden Titel in Deutschland im Allgemeinen 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers. Sie können also die für Sie kostenlose Digitalisierung eines Objektes bestellen. Digitalisate aus den Beständen der Staatsbibliothek werden über die Webseite der digitalisierten Sammlung bereitgestellt. Digitalisate aus den Beständen der UB Heidelberg finden sich auf der Webseite Literatur zu Südasien digital. Das erstellte Digitalisat wird im Open Access für alle NutzerInnen bereitgestellt. Ein DoD-Auftrag kann auch über die CoursAsia-Suche ausgelöst werden. Der Button wird angezeigt, wenn noch kein Digitalisat vorliegt, der Band älter als 100 Jahre ist und von der Ostasien-Abteilung verwahrt wird. Nachdem Sie die Bestellung ausgelöst haben, wird der Zustand des Objektes geprüft und Sie erhalten eine Rückmeldung, ob eine Digitalisierung durchgeführt werden kann. Steht einer Digitalisierung nichts im Wege, dann führen wir diese in unserem Digitalisierungszentrum durch. Nach Abschluss des DoD-Auftrages werden Sie kontaktiert und erhalten den Link zum Download. Sollte eine Digitalisierung nicht möglich sein, nehmen wir natürlich auch zeitnah mit Ihnen Kontakt auf. Es werden nicht alle Titel angezeigt, die für einen DoD-Auftrag in Frage kommen. Schicken Sie uns gerne Ihre Anfragen und wir überprüfen sie. Sollten Sie weitere Fragen zu den vorgestellten Services haben, dann wenden Sie sich gerne an uns unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten.